Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge, die Nachbarsbauern-Challenge der Generationen. Wir sind wieder zu viert am Arbeiten. Nein, zwei arbeiten, zwei machen komische Sachen. Der Gacki. Der Gacki natürlich mit mir zusammen hier im Team und die zwei Rookies, der Simon und der Bennett. Hallo. Alles gut. Hallo. Mach gerne mal gleich den Namen von das Geschwätz von der nicht los. Ja, bitte ist er. Didi. Genau. Tschüss. Schönes Wochenende. Ja, gut, jetzt haben wir endlich mal Ruhe. Ach. Ja, ist ja gemein, der kann ja auch nichts dafür, dass er krank ist. Ja. Fällt der Baum jetzt? Hallo, fall in die... Nein, nein. Böser Baum, böser Baum. Naja, geht's. So, ja, ist es ein Vorteil für die, dass die Primus schon haben, wie wir es gedacht haben hier? Könnte sein, muss aber nicht sein. Ich habe im Übrigen, habe ich mir das Safe Game ja mal angeguckt. Ja? Der Vorteil, den die haben, also sagen wir so, erstmal, sie haben nicht beschissen. Ah ja, also das da ist schon gut. Kann man nicht sehen, also wir haben halt schon relativ viel Silage eingelagert. Mhm. Wir haben, also ich konnte ja nur die letzten 5 Tage mir angucken, da haben wir zum Beispiel Ballen verkauft für, ich glaube, 90.000 Euro. Aber für 400.000. Das heißt, die haben im Grunde die ganze Silage, die die gemacht haben, ist eben verkauft. Wenn man das jetzt grob umrechnen würde, das, was wir im Ziellager und hier im Silo liegen haben und das Gras von dreimal, was auf dem Feld hier gegenüber liegt, sind wir ungefähr wieder auf dem gleichen Niveau. Und ja. Das sollte eigentlich ganz gut passen. Sehr gut. Sonst Holzverkauf sind wir weit voraus, das ist klar. Ernte, normale Ernteertrag ist relativ gleich. Also das sieht eigentlich ganz gut aus. Wundert mich nur dann, wo die weil die haben ja so eine Spitze drin gehabt, die haben sich die Primus und den 1050 relativ schnell hintereinander gekauft, ne? Ja, aber wie gesagt, es sind keinerlei Lohnarbeiten, es ist kein Helfer aktiviert gewesen, nichts. Also da ist alles clear. Sehr gut. Ja. Wäre schade gewesen, wenn sie da ein bisschen manipuliert hätten. Ja. Ja. Ja, im Moment ist ja der Pelletpreis ziemlich Eimer. Also wenn die verkaufen, haben sie nicht wirklich was davon. Mhm. Vielleicht können wir die mal ausleihen. Müssen wir gucken. Das wäre ja lustig. Ja. Ja, deswegen machen die Heu. Die machen Heupellets. Ja. Wie gesagt, wir haben ja eh gesagt, dass wir ja auch in die Richtung jetzt ja gehen wollen. Mhm. Das heißt, da müssen wir halt mal gucken, dass wir irgendwie ja, Geld verdienen halt. Ja. Ja, das Problem ist halt, ne, die Primus zu kaufen ist jetzt, glaube ich, nicht unser großes Thema, sondern wir müssen es halt auch ziehen können. Das ist, glaube ich, aktuell noch unser Schwachpunkt. Ja, wir brauchen eben wirklich auch was im Bereich 1050 plus die Primus. Und da sind wir dann halt. Gucken wir mal kurz, was würde denn ein 1050 kosten? Ja, 250 oder so. 367. Oh. 517 PS. Wir gucken mal, was die Primus braucht, effektiv. Ballentechnik. Ein bisschen weniger eigentlich, so nur 200 PS, aber die ist halt echt schwer halt und alles, ne? 350 schlagen die vor.
Ich muss erst mal kurz wenden, dann kann ich weiter gucken. Das ist immer das Schöne, wenn du so lange Bahnen mit GPS fahren kannst, da kannst du immer im Shop in der Zwischenzeit blättern und gucken und machen. Trotzdem weitergearbeitet. So. Zack, einmal drehen bitte. Shop. Was hätten wir denn? Alternativen. So. Ja, gut. 435 PS. Ein T8 zum Beispiel. Für 324. Wäre schon ein bisschen weniger. Mal gucken, was hätten wir hier? Ja, was ist jetzt los? 400 PS für 300.000. Hm. Ein MF87. Mal bei der Plastikkiste hier. Na gut, der 336, das ist dann ein bisschen zu wenig. Aber ich sagen wir mal 350.000 plus eben die Primus. Primus. Ja, 320, also ja, 700.000 brauchen wir. Ja, da fehlt uns auch ein bisschen was. Was ist denn da? Jetzt werden wir erst mal was überlegen. Ach, das ist da. 90. Rechnen. Rechnen, Taschenrechner. Wir hatten ungefähr irgendwie 500.000 Silage, glaube ich, ne? Ja. Gehen wir mal von 500 aus. Ja gut, es sind 170.000, also ne, lohnt sich nicht wirklich. Ja, vor allem der Preis ist halt auch nicht so der Burner. Ja. Ich habe jetzt einfach mal den aktuellen genommen, um mal grob hochzurechnen. Sonst hätte ich gesagt, hätte man wirklich mal... Ah, jo, toll. Pflanzenschutz ist leer. Scheiße, muss ich zum Shop fahren. Denk gerade, warum fährt der so schnell? Ja. So, ja, überlegen. Ja, wir müssen einfach gucken, kontinuierlich Geld verdienen und jetzt nichts mehr ausgeben. Ja, gibt keinen Pflanzenschutz, ne? Ah, ich bin hier schon. Ja, wir müssen gucken, wir haben ja noch jede Menge Ackergras im Lager. Da müssen wir einfach mal den Preis beobachten. Ich habe vorhin schon mal wieder ein Update gemacht von der Liste. Das ist gut. Weil wenn da eben der Preis gut ist, dass man das dann auf jeden Fall verkaufen geht. Ja. Weiß nicht, ob wir sonst noch irgendwas im Lager haben. Ja, ich glaube den Weizen oder was wir da geerntet haben, das haben wir glaube ich auch alles ins Lager gefahren. Aber das ist jetzt nicht so der Spitzenpreis da, ne? Ja, gut, jetzt bin ich mal gespannt, ob das unser Pflanzenschutz ist, ob der reingeht in die Spritze oder nicht. Aber gut. Ich habe ja schon 40.000 wieder verdient gehabt, ne? Ja, so. So just, mal eben nebenbei. Just saying, ne? Ja, so. Gleich kommt schon wieder eine Ladung. Ja. Dann gehen uns aber so langsam die Bäume aus. Aber gut, wachsen ja wieder nach, ne? Genau, aber dann guck ich mal ganz kurz in unser Lager. Ja, da stehen Anhänger davor. Ne, der Weizen ist weg. Haben wir den dann gleich ins Silo gefahren? Ins Ziel-Silo? Ja, genau, den haben wir ins Ziel-Silo gebracht. Ah, so war das. Und Vermehrungsgras haben wir 43.000 hier im Lager. Okay, was ist da der aktuelle Preis? Vermehrungsgras ist aktuell 17,24 und steigend. Ja gut, dann warten wir noch ein bisschen. Da haben wir noch ein bisschen Luft.
Das ist der Shop. Wo ist der Shop? Da ist der Shop. Auch mein Traktor. So, hoffentlich ist das kein Kollision. Geht da oben! Ah, der Raps hier sieht auch schon gut aus. Schön goldgelb. Das heißt, der dürfte auch bald reif sein. Und das müsste heißt, doch eigentlich schon, oder? Nee, ist noch kein noch, Seasons. Also er ist noch in der Blüte, meine ich. Achso. Gut, es ist auf jeden Fall voll gedüngt. Ja, ist dunkelgrün, also das müsste bald soweit sein. So, mal gucken, ob wir da hier den Rest grün noch abschneiden können. Ja. Tsching! Ab auf den Acker. Oh, Geld, 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 Geld. Ja. Du hast gesagt, wir müssen Geld verdienen. Ja. Ich bin zur Stelle. Das ist gut. Das ist sehr gut. So. Und ich mache Ertragssteigerung. Oh, lenk doch ein, du blöde Kiste. Ja, dann kriegen wir das Unkraut weg. Genau, dann düngen wir da gleich nochmal drauf. Dann ist das nämlich auch schon durch mit dem Düngen. Aber Gacki, ne? Ja. Wann fahren wir denn jetzt endlich mal unser Rennen? Ich kribbelt schon in den Fingerchen. Ja, müssen wir nur gucken. Du hast ja Project Cars 3. Yep. Ich habe Project Cars 2. Das wird schwierig, da zusammenzufahren. Das ist richtig. Aber das, daher ist halt arcade-lastiger halt, ne? So. Ja, aber ich kann mir halt auch nicht irgendwie jeden Monat irgendwie 3-4 Spiele holen. Das ist halt mit irgendwie 45 ist das mir noch ein bisschen zu teuer im Moment. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade Fall Guys, ich muss jetzt wieder WoW wieder 20 Euro ausgeben. So. Dann ist der Monat schon wieder. Ja, verstehe ich. Aber irgendwann kriegen wir das noch hin. Aber was kostet denn das Zweier? Ich kann mir das Zweier ja holen. Ich meine, erstes Jahr. Ich glaube, 10er habe ich dafür bezahlt oder 15. Also das war relativ günstig. Und ich denke, jetzt wo das 3er raus ist, ist es vielleicht sogar noch günstiger geworden. Musst du mal gucken. Mach ich. Dann wird's, glaube ich, lustig. Gott. Ja, wie gesagt, wenn wir da mit 4 oder 6 Leuten oder so da fahren, es wird schon lustig werden. Vor allem die Autos sind halt doch ein bisschen bumpy halt immer, ne? Oh. Weiß nicht, ob es im 2er auch so schlimm ist, aber im Project Cars 3 komme ich mir oft öfters mal vor wie im Autoscooter. Ja, ist so. Ich meine, dass Simon das auch hat, wenn mich nicht alles täuscht. Müssen wir nachher mal fragen. Und dann werden wir auf jeden Fall schon mal 3 Leute. Das wäre ein illustres Unternehmen. Ja. So, wie viel Bäumchen haben wir denn hier jetzt eigentlich noch? Ich glaube, ich habe gleich das ganze Waldstückchen abgegast. Oha. Ja gut. Voll bin ich, glaube ich, noch. Jeffy geht ja doch nicht so ratzfatz, ne? Aber dann müssen wir wieder gucken, dass wir aufforsten. Ja, haben wir ja schon angefangen, ne? Ich meine. Ja, er muss halt so Stückchen für Stückchen müssen wir da ran einfach. Ah, naja, gut. Ach so, geht es doch bis da runter? Okay. Was? Okay, da ist schon noch da. Das gehört alles noch dazu?
Nice. So, Unkraut ist weg. Ja gut. Dann kommt jetzt der Dünger dran. Mal gucken, ob wir da noch welchen drin haben im Streuer. Ich habe mal den mal kurz bei in die Heuschwaden reingemacht. Oh. Ah, ja. So, was ist das denn hier? Sieht aus wie ein Baum. Aus. Der ist aber ein bisschen lang, ne? Ich glaube, den sollte ich mal abschneiden. Übidu. Wenn unser Feld 33 mit dem Ackergras diesmal reif ist, da müssen wir definitiv dann zusammen ran, dass einer gleich das Gras einsammelt. Ja, ja. Weil nochmal liegen lassen wird, glaube ich, dann irgendwann kritisch. Das stimmt, ja. Also manchmal, ne, verstehe ich das Spiel nicht. Nur manchmal? Ja. Manchmal ist es ein bisschen crazy. Kann gut sein. Achso, was ich da vorhin gesagt habe, ich hast es ja bestimmt mitbekommen, die neuen Grafikkarten, die ihr da auf den Markt schmeißt. Ja. Alter Schwede, das sind ja Monster-Dinge. Oh ja. Und so eine 3080 würde ich mir gern mal in den PC schnallen. Boah. Ja. Ich meine, ich würde mir auch gerne eine 3090 in den PC schnallen, aber die ist halt ein bisschen, also selbst mir ein bisschen zu teuer. Ja, etwas. Und ich hätte auch gerne noch einen neuen Monitor, das ist mein anderes Thema. Oh. Weil ich habe gedacht, naja, wenn ich dann schon so einen hübschen Monitor habe, dann könnte ich mir eigentlich noch so einen 49 Zoll Monitor holen. Ja, klar. Passt. Und ja, mein Budget sagt im Moment, nö. Ja. Aktuell eher weniger. Das kenne ich nur zu gut. Gucken wir. Nee, das schaffen wir nicht ganz heute. Hatte gedacht, ich krieg das mit dem Düngen noch fertig. Aber in den 2 Minuten oder anderthalb wird das, glaube ich, nichts werden. Wenn dann schon mal GPS anmachen. Aber die Grafikkarten, die sind ganz schön hungrig, ne? Sturmhungrig hier. Ja. 300 Watt nuckeln die schon mal weg. Boah. Das ist, ja. Nicht ganz so wenig. Die Stromrechnung wird sich freuen. Ja. Das Netzteil muss es halt irgendwie schaffen, ne? Wenn man da nicht so... Ich habe jetzt ein 650 Watt Netzteil drin, das ist schon so ein bisschen an der Grenze. Ja, da kommt man dann schon wirklich, ja. Mal gucken, was die ganzen anderen Komponenten ziehen. Ja, nicht ganz so viel, aber ich hab mir dann auch schon überlegt, vielleicht willst du dir gleich einen neuen Computer? Aber... Ja, das wird bei mir irgendwann, naja, irgendwann mal in ferner Zukunft. Ich kann bei mir nichts mehr weiter aufrüsten. Ich bin prozessortechnisch am Ende. Und bevor ich mir jetzt irgendwie ein neues Mainboard, neuen Speicher, neuen Prozessor hole, kann ich mir auch gleich einen neuen Rechner holen. Ja. Ja, also prozessortechnisch bin ich noch nicht am Ende. Ich habe ja einen i7 drin, aber ist halt auch nur ein 4-Kerner. Und ja. Nicht optimal, sagen wir es mal so. Ja.
Für die. Sind wir schon wieder am Ende? Wir sind schon wieder am Ende, ja. Aber das macht so viel Spaß. Ich will nur nicht aufhören. Na gut, dann, liebe Leute, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Mit ein. Dann schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen Geld zusammenkriegen. Ich meine, ihr könnt uns ja eigentlich mal unterstützen hier. So kleine Spenden hier auf unser Firmenkonto, ne? Wär mal angebracht. Und ja. Dann Däumchen da lassen, beim Gacki mittlerweile vorbeischauen, Kommentar da lassen, freuen. Tschüss. Doch auch von mir kurz und knapp tschüss und ja, schalte beim nächsten Mal wieder ein.